Da ist das Ding, Mercedes-Benz C-Klasse Coupé. Länge 4,69 Meter, Breite 1,80 Meter und 1,40 Meter hoch. Nüchterne Zahlen, die die Maße des gelungenen Zweitürers beschreiben. Alles neu, alles besser? So ziemlich. Unter der Coupé-typisch langen Motorhaube arbeitet in unserem Test C300 ein 2-Liter Vierzylinder mit 245 PS und 370 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Der Motor hängt gut am Gas, beschleunigt bereits ab 2000 Umdrehungen sauber durch und so fällt nach genau 6 Sekunden die 100 km/h-Marke. Das hier, das ist doch mal ein richtig geiles Heck. Mercedes C Coupé, herrlich. Die Limousine kennen wir schon, finde ich persönlich ein bisschen bieder. Das T-Modell okay, wenn man Platz braucht, aber das Coupé hier, das ist doch so, wie man sich so ein Auto wünscht. Herrliche Linienführung, ich finde, es sieht richtig klasse aus. C300 haben wir hier stehen, bin ich schon gefahren auf der Landstraße. Funktioniert alles hervorragend, Autobahn war auch in Ordnung. In der Mitte gibt es den Schalter für die Fahrmodi von Eco bis Sport Plus. Funktioniert alles einwandfrei, die Sitze sind klasse. Überhaupt fühlt man sich dem Auto wirklich wohl. Aber viel wohler fühlt man sich doch eigentlich in der AMG-Version C63S. Und das ist eigentlich das spannendere Auto. Noch breiter, noch tiefer, noch lauter. Die Powerdomes auf der Alu-Motorhaube und die Abrisskante auf dem Heckdeckel zeigen an, hier kommt was Krasses. Die Frage, was von der Serie übernommen wurde, ist schnell beantwortet. Im Prinzip gleich geblieben ist der Heckdeckel, die Dachlinie und die Türen. Alles andere ist für die AMG-Variante modifiziert. Deshalb nur das Wichtigste. Unter der Haube der V8 Biturbo in der S-Variante mit 510 PS. Im Gegensatz zum GT mit Nassumschmierung. Angedockt an das Speedshift MCT-7-Gang-Getriebe, eigenständiges Fahrwerk mit Verstelldämpfung. Außerdem hat die S-Variante ein elektronisch gesteuertes Hinterrad-Sperrdifferential, das sich vor allem auf der Rennstrecke bemerkbar macht. Der Schlupf am kurveninneren Rad wird dabei reduziert, sodass der Fahrer speziell in engen Kurven früher ans Gas gehen kann. Und noch so viele andere Modifikationen, die für Fahrspaß sorgen, man erwähnen könnte, aber auch lassen kann, weil man doch fahren will und den Sound aus der Performance-Abgasanlage hören und genießen möchte. Das Schöne am C-Coupé ist aber, dass man das Auto auch völlig unangestrengt abseits einer Rennstrecke fahren kann. Ja, beinahe unauffällig. Wären da nicht die dezenten, aber durchaus sichtbaren Anzeichen für pure Kraft. Dieses C-Coupé AMG 63S ist so ein bisschen wie Obelix. Eigentlich ein ganz gutmütiger Typ, wenn man im Komfortmodus unterwegs ist. Schärft man das Ganze aber ein bisschen an, stellt in den Sportmodus, dann wird er richtig böse und zornig. Das ist dann so, als würde Obelix ein paar Römer sehen. Und wenn man dann mal auf das Gaspedal tritt, boah, dann flügt er los, genauso wie Obelix, wenn der eine Legion von Römern sieht. Herrlich. Blicken wir nochmal in die Preisliste. Grundpreis für das AMG C63S Coupé. 86.096 Euro. Mit allem Schnipp und Schnapp inklusive AMG Drivers Package kommen dann rund 100.000 Euro zusammen. Was für eine geile Fahrmaschine. Dicke ausgestellte Kotflügel, V8 Biturbo. Eine wunderschöne Silhouette, wie ich finde. Ich höre jetzt aber auch schon wieder die Audi- und BMW-Fans. Hässlich. Ist mir egal. Ich finde das Auto richtig gut gelungen. Hinten 285er Walzen und ein Sound aus dem V8, der richtig geil ist. Macht man sich dann aber mal die Mühe und guckt, wo der eigentlich rauskommt, würde man ja erst vermuten, hier hinten raus. Aber nein, das sind nur Blenden. Der Sound kommt da hinten aus der Auspuffanlage und das ist ein so kleines Röhrchen. Das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Egal, es bleibt am Ende eine Frage des Geschmacks und leider eben auch des Geldes. Beim normalen C-Coupé beginnen die Preise mit dem C180 bei 35.600 Euro. Der C300 startet bei knapp unter 45.000 Euro. Der spanische Radamateur, den wir auf der Testfahrt getroffen haben, hätte gern sein Bike gegen den Benz getauscht. Immerhin kostet die Rennmaschine 5.000 Euro. Tja, dafür gibt's einzeln dann die Performance-Abgasanlage für 1.190 Euro plus 4 AMG-Schmiederäder im Doppelspeichendesign für 3.867,40 Euro. Da schluckt der Spanier kurz und fragt nach einem Erinnerungsfoto. Und das gibt es natürlich kostenlos.